Yamatami, das sind Jazz, Matt, Tamer und Miriam. Die vier Freunde haben sich vor einiger Zeit vorgenommen, dass sie sich einen ganz großen Traum erfüllen wollen. Gemeinsam als Band auf der Bühne stehen und Musik machen. Das Wichtigste dafür war, eine Plattenfirma zu finden, die an die vier glaubt und ihnen hilft, ihren Traum zu verwirklichen. Karin, die Chefin der Plattenfirma CCN, fand Yamatami auf Anhieb sympathisch und durch ihre guten Kontakte zu Super RTL stand dann auch ganz schnell fest. Yamatami sind die Star-Tagebuch-Band 2011. Das ist Sebastian, das ist unser toller Produzent und Toningenieur. 100%, super. Und er macht alles wirklich so schön, unser Thema und alles. Ja, super, sehr gut. Na, das hat geklappt. Okay, hallo. Ja. Attention, please. Auf geht's. Wir sehen uns ja morgen wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Yamatami. Das erste Musikvideo. Ne? Also wer von euch wahrscheinlich Matt? Ich bin fast fertig. Matt ist fast fertig. Geht so schneller. Nein, wir machen da noch mal ein bisschen. Ne? China, aber das reicht so. Ja. Super, sehr schönes Bild. Kameras ab, wir machen unseren ersten Take. Voll cool, ja. Also die ganze Zeit Party machen. Das ist richtig cool und macht Spaß. Morgen fängt Togo to in Kiel an, so. Wir müssen üben. Na dann mal los. 5, 6, 7 und Tick-Tack-Toe. Tick-Tack-Toe. Yeah.
Und das seht ihr beim nächsten Mal. Ja, Matami! We gonna pick you up at the rocket stop. Lightning fast, we take you to the top. Is anybody here who wants to follow us? Just take the next now. Ich kuss mir. Leute, wir sind hier bei Tokyo Kill. Ja, stimmt. So, es los geht weiter. Also ich gehe jetzt gleich auf die Bühne und ihr kommt nach und dann rocken wir so richtig. Genau, macht es wirklich schön, ja, die Ansage von. Feuern die an und ihr kommt raus. Sehr gut. Okay, ich muss noch meine Mikro gut festmachen, instecken und dann die Stimme warm machen und dann können wir auf die Bühne. Oh, mein Bauch wirklich ein bisschen aufgeregt. Hier. Band Monrose ein echter Popstar geworden ist, mit Yamatami ein kleines Interviewtraining gemacht. Und heute können Jazz, Matt, Tamer und Miriam direkt zeigen, was sie gelernt haben. Denn es steht ein spannender Termin beim Fernsehsender Ojom auf dem Programm. Wir sind jetzt bei Yamba Music TV Show. Jetzt kann es gleich losgehen. Hier ist das Video zu Perfect Day von Yamatami. Hey, liebes Star-Tagebuch, wir sind jetzt in Göttingen. Und wir haben hier ein tolles Auftritt und nicht zu vergessen, die erste Autogrammstunde hier. Und wir haben natürlich versprochen, dass wir unsere Bus von innen zeigen, ja? Oh ja. Okay, komm mit, wir zeigen es euch. Ja, komm. Na, jetzt sind wir aber gespannt. Und jetzt geht weiter, jetzt nach das Beste, die Überhammer-Part von unserer Tourbus. Guck mal mit. Ihr wollt eure Fans ja nicht warten lassen. Also, los geht's! Was geht denn los? Hallo ihr Lieben, wir machen heute was ganz Besonderes, nämlich das zweite Video. Gucken wir einfach mal zu. Und laut mitsingen! Wir gehen jetzt zum nächsten Land und drehen den zweiten Teil unseres Videos. Und auch bei
Bei dieser Szene kommt ein magisches Wesen dazu. Gruselig. Gruselig, genau. Er ist ein gruseliger Typ. Aber er ist unser Freund. Ja, er ruft uns. Ja, so. Keine Angst haben, Kinder, das ist unser Freund. Nach der Aufnahme mit dem Käfig passiert aber noch etwas ganz Besonderes. So heiß, aber so cool. Das war wirklich das Highlight und das war so hier rausgekommen, so boah, und wir haben getanzt und dann puff wieder da durch. Ich glaube, das Video wird wirklich der Hammer. Das wird es mit Sicherheit. Schnell werden die letzten Tanzszenen im Wintergarten gedreht und dann geht es auf zum großen Finale. Aber auch der schönste Drehtag geht dann einmal zu Ende und zum Abschluss wird ein tolles Teamfoto gemacht. Übrigens, noch mehr Fotos von diesem Drehtag findet ihr auf togo.de. Wir sagen Tschüss und hoffentlich bis morgen, denn dann erwartet euch das hier. Oh nein. Miriam, hast du die Autogrammkarte? Nee, ich? Wieso ich? Ja, du bist doch extra zurückgegangen. Ja, weil ich mein Handy vergessen hatte. Und du hast die Korb nicht mitgenommen? Nee, du hast ihn ja auch nicht mitgenommen, oder? Ja, ich hab die Müll aufgeräumt. Und Miriam, warum musst du immer alles vergessen? Jetzt bleib mal locker, ey.